News, ja, Tag 2 der IFA und was die IFA mit Golfen zu tun hat, das klären wir gleich, wenn ich es denn hier hinschaffe in die Mitte unseres Standes. Ah, sieht gut aus, noch ein bisschen. So, Herr Detto, guten Morgen. Was ist das denn hier, womit ich gerade so schön angerollert gekommen bin? Ja, schönen guten Morgen. Das ist ein neues, innovatives Golfkart. Es wurde in England der Wiege des Golfsports entwickelt. Wo soll es sonst herkommen? Und wir von der Firma Comatec werden das Gerät ab 2021 bauen und vertreiben. Das Besondere an diesem Golfkart ist, dass man eben drauf stehen kann. Sowas gab es vorher in dieser Form noch nicht. Das ist wichtig, sagen wir mal, für Golfer, die noch fit sind, aber Probleme mit den Knien haben, weiterhin ihren Golfsport betreiben wollen. Dafür ist es wirklich ideal. Neben dieser Stehposition gibt es eine weitere Möglichkeit, das Gerät zu nutzen, ja, wenn man jetzt in schwieriges Gelände kommt oder eben... ist ja auch sehr hügelig mal. Ne? Ja, mal sehr hügelig ist und meint, also da möchte ich jetzt nicht damit fahren. Dann kann man das Gerät sehr einfach runterklappen und als konventionellen Golf-Caddy benutzen. Hat also somit eine Zweifachfunktion und ist von seiner Konstruktion so gebaut, dass man ihn auch sehr leicht transportieren kann und weiter noch zusammenlegen kann. Können Sie uns verraten, wie schnell das Ding wird? Das interessiert uns ja immer. Ja, wir haben also zwei Fahrstufen im Moment eingebaut. Die Fahrstufe 1, die geht bis 6 Stundenkilometer. Die hatte ich eben, glaube ich, ne? Die hatten Sie gerade, wobei ich glaube, das waren, glaube ich, 2 Stundenkilometer oder 3. Für mich hat sich schneller angefühlt. Ja, aber wir haben extra diese Stufe 1 mit 6 Stundenkilometern eingebaut, weil dieses Gerät, Sie haben es selber erlebt. Es hat schon einen Zug. Ja, es hat auch eine sportliche Komponente. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, Golf ist ja sowieso keine Sportart und wenn man dann auch mit so einem Gerät fährt, dann ist es ja erst recht kein Sport mehr. Aber dieses Gerät hat auch eine sportliche Komponente, weil man es zum Beispiel auch durch die Gewichtsverlagerung lenkt. Also das ist wichtig, dass man das macht. Und, aber man schlägt nicht vom Kart aus ab. Eine neue Idee, man könnte Golfpolo damit spielen. Das ja, also das nehmen wir dann gerne auf. Und können das ja dann weiter entwickeln, Ihre Idee. Wie teuer ist denn so ein Ding? Also wie viel Geld muss ich dafür ausgeben, wenn ich das haben möchte? Ja, das ist die Gretchenfrage. Also im Moment liegt er so ungefähr bei 7.500 Euro. Man muss allerdings dazu sagen, dass ein normaler Golftrolley, ein hochwertiger Golftrolley, auch um die 5.000 kostet. Und ein Golfkart, ein gutes, um die 10.000 kostet. Also der Preis liegt in der Mitte. Und wie das immer so ist, wir sind ja noch in der Entwicklung und hoffen ja, dass mit zunehmenden Stückzahlen gegebenenfalls auch die Preise sinken. Ich habe zwei Fragen noch. Ja. Wie lang kann ich fahren? Also schaffe ich 18 Löcher oder auch mal vielleicht 2 Runden? Und die andere Frage, wie schnell ist er dann im Sportmodus? Ja. Also ich bin schon 54 Löcher mitgefahren, also das sind ungefähr 20, 21 Kilometer, die das Gerät schafft. Also ich glaube, mehr als 54 Löcher spielt man nicht an einem Tag. Und im Sportmodus sozusagen fährt er ungefähr so zwischen 20, 23 Stundenkilometer, was auf einem Golfplatz dann schon eine anspruchsvolle Geschwindigkeit ist. Das empfehlen wir erst, sagen wir mal, wenn man so 18, 36 Löcher mal mit dem Rolli gefahren ist, dann die Geschwindigkeit zu steigern. Ja, deshalb die ersten 9 Löcher auf jeden Fall im Slow-Modus fahren. Eine Frage noch, Straßenzulassung hat das Ding noch nicht. Wird das später mal dazukommen? Wir arbeiten dran, um diese Bedingung zu erfüllen. Das ist ja ein dickeres Heftchen, was man da erfüllen muss. Und die Überlegungen sind da. Die Überlegungen mit diesem Gerät gehen sowieso auch über den Golfsport hinaus. Wir sehen da auch Potenzial drin im Paketdienst, letzte Meile etc. etc. oder auch in der internen Logistik, das Gerät eben anders vorne auszustatten.
so dass eben Pakete transportiert werden können, damit Materialien etc. etc. Ja, also die Golf-Anwendung ist sozusagen unser Startpunkt und weitere Anwendungen sollen dann nachfolgend entwickelt werden. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Herr Detto. Bitte schön. Und von dieser Neuheit kommen wir jetzt zum neuen Samsung Falthandy. Ja, das ist schon die zweite Generation. Da gab es ja schon mal ein Gerät und da gab es viel Kritik dran. Insofern war natürlich die Erwartung jetzt an Generation 2 relativ groß. Sven Stein hat sich das Gerät schon angeguckt und ich glaube, wir können es uns jetzt auch mal anschauen, wie er das denn fand und ja, ob die Probleme gelöst wurden, die da in der ersten Generation waren. Anfang August hatte Samsung es schon mal kurz angeteasert und offiziell den Namen verraten. Jetzt bekommt es seine eigene große Bühne, das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, das dritte Handy von Samsung mit einem faltbaren Bildschirm. Was ist neu bei dem Modell? Auf der Vorderseite ist jetzt ein großes 6,2 Zoll Display eingebaut, das sich quasi über die gesamte Frontseite zieht. Das Highlight ist aber natürlich im Inneren der faltbare Bildschirm, der jetzt 7,6 Zoll misst. Was fällt noch auf? Hier oben die Selfie-Kamera ist in diesem Bildschirm verbaut, während sie beim Vorgängermodell noch in so einer größeren Aussparung untergebracht war. Das Material des Bildschirms ist nicht wie beim Vorgänger Kunststoff, sondern hier hat Samsung ein biegsames Glas verbaut, letztlich eine Mischung aus Glas und Kunststoff. Und die fühlt sich, wenn man mit dem Finger darüber wischt, nicht ganz so stumpf an wie beim ersten Falthandy, sondern hier gleitet der Finger sanft über diese Oberfläche. Auf der Rückseite hat Samsung dem Fold 2 eine Kamera mit 3 Objektiven spendiert, die fotografieren mit 12 Megapixel Auflösung und die Selfie-Kamera macht Bilder mit 10 Megapixeln. Insgesamt macht das Gerät beim ersten Ausprobieren einen sehr edlen Eindruck. Der Rahmen ist sehr schön gearbeitet, ist auch sehr schmal rund um das Display. Das Gerät wird zu einem Preis von 2000 Euro auf den Markt kommen. Das heißt, es wird ebenso viel kosten wie das Vorgängermodell Fold, das im vergangenen Jahr auf den Markt kam und liegt damit etwas über dem Z Flip, das für 1500 Euro weiter zu kaufen ist. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Wir kommen zum Fernseher. Da fragt man sich ja immer OLED oder LED. Was ist da besser, Martin? Ja, besser gibt es tatsächlich eigentlich nicht, sondern es gibt unterschiedliche Anwendungen. Und wir hatten gestern ja schon einen ganz tollen Gast hier, den Herrn Strömer von LG. Und ja, der hat uns schon ganz, ganz viel erklärt. Und der hat das auch sehr schön erklärt, wie ich finde. Und wir haben es vorhin schon angekündigt, wir werden Ihnen dieses Jahr auf der IFA ganz viele Fernseher zeigen. Jetzt haben wir schon das nächste neue Modell bei uns, eins von LG. Und auch die passenden Experten, natürlich immer noch Martin ist dabei, aber jetzt ist die Runde erweitert um Gerald Strömer von LG. Schön, dass Sie da sind. Ich übergebe an die Profis und würde sagen, erklären Sie uns doch mal, was wir hier für ein neues Gerät haben. Ja, OLED ist, glaube ich, so der Punkt, der über allem steht bei LG. Ja. Können Sie uns so ein bisschen erklären, wir kennen das vom Handy ja schon, aber warum will ich einen OLED-Fernseher haben? Einen OLED-Fernseher möchte ich haben, wenn ich Filme genießen möchte, wenn ich wirklich mich als Cineast verstehe in gewisser Hinsicht. OLED-Fernseher replizieren den Kinoeffekt. Ich sitze in dem Kino in Dunkelheit und habe ein perfekt schwarzes Bild, bevor Farben erblühen. Das ist bei einem OLED genau das Gleiche. Bei einem LCD-Fernseher wird es schwer, wirklich schwarz zu werden. Ein OLED-Fernseher kann komplett schwarz werden und das erzeugt halt ein wirklich absolut plastisches, knackiges Bild mit extrem hohem Kontrast, was gerade im HDR-Bereich dann auch seine Stärken ausspielen kann. Und wie ist es, wenn ich das tagsüber habe? Also der würde ja auch vielleicht in eine Küche passen. Der würde in die Küche passen. Wir haben bei dem 48CX, das ist eine Größe, die wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben als erster Hersteller. Bis jetzt war 55 Zoll die niedrigste Größe, 48 Zoll die neue kleine Größe. Den kann ich auch im Tageslicht betreiben, natürlich. Aber wenn ich wirklich sage, ich möchte jetzt mein Fußballspiel auf der Terrasse mit Sonne im Rücken betrachten, dann sind bestimmte LED-Fernseher besser dafür geeignet, unter Umständen. Aber für alles andere, wenn ich wirklich mir die Zeit nehme, einen Film zu genießen, es ist nicht umsonst, dass alle, also fast alle
Hersteller bis auf einen OLED ihr Premium-Segment definieren lassen. Es ist ja fast ein bisschen schade, weil wir immer von irgendwelchen Messen aus den USA oder auch aus Asien diese ganzen Roll- und Falt- und Drehfernseher kennen. Und dieses Jahr gibt es die hier auf der IFA leider nicht zu sehen. Wann kommen denn die jetzt tatsächlich mal so in den Handel, dass man sich die auch leisten kann und dass das nicht irgendwie nur so Tech-Demo-Geräte sind? Die Rollbahnfernseher ist eine Innovation, die wir letztes Jahr das erste Mal gezeigt haben. Planen, die dieses Jahr, Ende des Jahres noch auf den Markt zu bringen. Vielleicht wird es sogar Anfang nächsten Jahres, weil wir uns einfach die Zeit lassen, weil es ein völlig revolutionäres neues Produkt ist, das in Ruhe zu entwickeln und damit wir halt ein sauberes Produkt bringen. Man muss fairerweise sagen, OLED-Fernseher sind in gewisser Hinsicht Premium-Geräte. Man wird keinen OLED-Fernseher für 500 Euro auf dem Grabbeltisch finden. Das wird leider wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis das der Fall ist. Aber man muss sagen, dass OLED-Fernseher mittlerweile nicht abgehoben sind im Preis. Also wir sind on par mit Premium-LCD-Fernsehern. Also das ist kein großer Preisunterschied mehr. Aber der Einstiegspreis beginnt schon bei dem Gerät bei 1.800 Euro Listenpreis. Ah ja, das ist natürlich schon auch kein billiges Gerät. Das, und das heißt, die Rollbahnen werden dann nochmal Faktor 10 mehr kosten, oder? Eher mehr. Es ist wirklich ein extrem exklusives Gerät. Den rollbaren Fernseher, der wirklich in so einer ganz kleinen Box verschwindet, die gleichzeitig Soundsystem ist und einfach nur ausfährt, wenn ich ihn brauche. Das ist ein 65-Zoll-Gerät. Wir hatten den angekündigt mit einem Stückpreis von 60.000 Euro. Ach ja. Das ist was man so als kleines Schnäppchen mal mitnimmt. Nein, aber das ist ein Gerät, was in der Form heutzutage, eben weil es so revolutionär ist, es gibt keine Konkurrenz für sowas. Und deswegen können wir das auch in Ruhe angehen. Zu dem Preis wird es möglicherweise nicht in großen Stückzahlen über die Theke gehen, das ist klar. Herr Strömer, vielen, vielen Dank. Gerne. Dankeschön an euch beide. Also wir haben gelernt, ein Premium-Gerät, was sich vor allem für Filme eignet, aber vielleicht nicht so gut für ein Fußballspiel mit der Sonne im Rücken. Ja, ich bin gespannt auf das nächste Modell. Das zeigen wir Ihnen wieder hier bei uns am Bildstand. Ja, und jetzt sehen Sie mich durch das Display der Lumix S5. Der Martin steht schon bereit zum Fotoschießen. Ich lächle einmal ganz kurz. Na, wahrscheinlich war das jetzt kein gutes. Aber gut, ist eine neue Kamera, Martin. Für mich als Laie sieht das jetzt aus wie eine Spiegelreflexkamera, aber das ist es nicht, oder? Ja, die Ähnlichkeit ist nicht ganz unbeabsichtigt. Also es ist eine Systemkamera, die tatsächlich keinen Spiegel mehr hinten drin hat. Aber ansonsten ist es eigentlich schon so ziemlich alles, was man aus einer Spiegelreflexkamera auch erwarten würde. Also es hat starke Bildstabilisatoren, es hat auch zwei SD-Kartensteckplätze, sodass man alles immer doppelt fotografiert, nicht zwischendrin mal was verliert. Es hat all die Programmautomatiken, die wir aus dieser Spiegelreflexklasse kennen. Und ganz wichtig, es hat einen Vollformatsensor. Das heißt, da sitzt ein ganz großer, lichtempfindlicher Teil hinten drin, der eben viel Licht einsammelt. Und das merkt man auch, wenn man damit Fotos macht. Wir konnten die schon so ein bisschen ausprobieren. Selbst bei wenig Licht kriegt man noch wirklich gestochen scharfe Aufnahmen. Also eine tolle Kamera. Und für wen ist die geeignet? Für Anfänger oder für Profis? Das ist was für Profis. Also ich habe jetzt hier den Automatikmodus an. Das disqualifiziert mich eigentlich fast schon, die Kamera später auch mal zu benutzen. Es ist für Leute, die wirklich spielen wollen mit Licht und mit Farben und mit ganz, ganz vielen Dingen. Und es ist für Leute, die professionelle Ansprüche haben. Also wer seine Handykamera sonst benutzt, für den ist die Kamera eher nicht geeignet, sondern das ist wirklich für Leute, die sagen, ich will anspruchsvolle Fotos machen, die später auch professionell benutzt werden. Übrigens auch ganz witzig, es ist ein 24-Megapixel-Sensor, nicht wie in vielen Handys ein 100-Megapixel-Sensor, weil je mehr dieser Pixel, umso weniger Licht fällt auf den einzelnen Pixel. Und wie viel kostet denn jetzt dieses Schätzchen? Ja, ist kein Schnäppchen. 2.000 Euro kostet das Gehäuse, also der Bereich ohne das Objektiv. Wenn man das Objektiv mitkaufen will, ist man bei 2.500 Euro. Man muss allerdings auch sagen, Leute, die so eine Kamera kaufen, kaufen die Objektive normalerweise nicht mit, sondern die haben schon Objektive aus diesem System und stecken die dann eben drauf, abhängig davon, was sie gerade brauchen. Also kein Schnäppchen, aber was für echte Fotoliebhaber. Genau, vielleicht können wir es nochmal abstellen, dann kann die Kamera, diese Kamera auch noch ein bisschen einfangen. Ja, und um 13 Uhr geht es dann hier schon weiter mit den IFA Tech News. Und da verraten wir, was denn Handys unter 200 Euro leisten können, ob die wirklich was taugen. Ja,
Das ist eine spannende Klasse, weil das eben so die Einsteigerklasse ist. Und wir gucken mal, worauf man verzichten muss, wenn man eben nur 200 Euro ausgeben möchte. Ja, sehr spannend. Also nicht verpassen, 13 Uhr die nächsten IFA Tech News. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag.